Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind wieder hier bei Teki Erfahrungsberichte und ich habe heute den Bernd hier im Gespräch. Herzlich willkommen, Bernd. Schön, dass du da bist. Ja, ich grüße dich, Sandra, und auch alle, die hier gerade zuschauen jetzt. Du hast ja schon vor einigen Jahren die Teki-Ausbildung gemacht, auch ziemlich stramm durchgegangen, so wie ich mich erinnere. Ja. Das war noch in den Präsenzseminaren alles, noch nichts online. Ja. Und magst du da einfach ein bisschen was erzählen? Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich motiviert, immer wieder weiterzumachen? Und wie hat es letztlich auf dein Leben eingewirkt, Teki integriert zu haben? Ja, also Teki war ein Riesengeschenk und wie man immer so schön sagt, der Zufall, es fällt zu, was fällig ist. Ja. Ich hatte mich mit einer ehemaligen Arbeitskollegin getroffen, am Bodensee schön gesessen und sie erzählte mir, dass sie zur Sitzung war und sich jetzt zum Seminar angemeldet hat, Teki. Und ich hörte nur das Wort Teki und ja, alles in mir war in Bewegung. Also ich bin ja schon seit Kindheit an immer so ein bisschen spirituell und bewusstseinsmäßig unterwegs und im Laufe der Jahre viele Menschen kennengelernt und alle haben irgendwie erzählt, du musst dieses machen, du musst jenes machen, das ist ganz toll und ich habe immer gedacht, nee, spricht mich nicht an und ja, bei Teki wusste ich sofort, boom, das ist es, ne? Und ja, ich habe mich dann auch gleich angemeldet, da war belegt und ja, 2 Tage später bin ich als Nachrücker reingekommen und es war ein ganz großartiges Gefühl, dann da in der Runde zu sitzen mit so vielen lieben, tollen Menschen. Ja, der Spirit in den Seminaren ist auch immer einzigartig, absolut. Ja, das kann man wohl sagen. Also die Energie, die steht und ja, letztendlich ist es auch ein riesengroßer Schlüssel im Laufe meiner Entwicklung geworden und ja, im Alltag integriert. Ganz fantastisches Tool, ganz schöne Werkzeuge, die wir da geboten kriegen. Ja, ich glaube, dir geht es auch so, du hast es so verinnerlicht wie ich auch. Also wenn ich nicht damit arbeiten würde, würde ich wahrscheinlich vergessen zu sagen, ich mache Teki. Sondern es ist einfach so, du befreist dich durch Teki immer mehr von dem, was du nicht bist. Und das, was ja, du bist, diese reine Schöpferkraft, die du dann bist, das lebst du, das integrierst du in den Alltag. Das ist dann einfach da. Und ich glaube, du vergisst manchmal auch dann, dass es überhaupt Teki ist, sondern es bist einfach du, das ist der neue Bernd. Ja, ganz genau. Also ich muss sagen, das war ein riesengroßer Sprung. Ich erinnere mich noch an den ersten Tag vom Teki 1 Seminar, also eine Anekdote, die ich hier mal erzählen möchte. Ich bin aus diesem ersten Tag rausgegangen. Tolle Energie, es war alles ganz schön. Alle haben so Bilder gesehen und hatten tolle Erlebnisse. Bei mir hat alles funktioniert, die Übung, die wir gemacht haben, aber ich habe nichts gesehen. Ich lag abends im Bett, ich habe kaum geschlafen, gesagt, irgendwas stimmt doch bei dir nicht, du kannst das nicht und fährst du überhaupt wieder hin? Und bin dann aber natürlich doch hingekommen und habe dir das erzählt und du hast gleich gesagt, geguckt, ja, du hast die Anbindung und mach weiter. Ja, und im zweiten Tag ging es dann voll los. Deshalb kann ich jedem, der den Teki-Weg noch gehen möchte, oder vielleicht gerade am Gehen ist, nur sagen, dranbleiben, immer weitermachen. Ja. Meine Rede, das sage ich auch immer, weil ja, ich sehe es in allen Seminaren immer wieder, auch in den Einzelsitzungen sogar, dass Menschen auf einmal sich verändern und sagen, wow, jetzt sehe ich, jetzt nehme ich wahr, jetzt spüre ich die Energie, jetzt höre ich, was mir jemand nicht sagt, ja. Was er eigentlich versteckt hinter den Worten, die er gar nicht so meint und so weiter. Also es öffnen sich einfach immer mehr die Sinne und es lohnt sich absolut dran zu bleiben. Sehr schön. Aber dann ist es ja nicht bei Tag 2 geblieben. Wie ging es denn so weiter? Ja, genau. Also ich habe dann wirklich ganz schnell gemerkt, okay, das zieht nicht weiter und habe dann halt Teki 1 abgeschlossen. Ja, und dann kam gleich so der Wunsch, weiterzugehen, diesen Fluss einfach mitzunehmen und dran zu bleiben. Und ich hatte dich dann auch gefragt, ob es okay ist, wenn ich gleich weitermache. Und du hast gesagt, ja, bei dir passt das. Und ja, ich bin dann halt weitergegangen über Teki 2. Dann kam die Seelenkraft, Partnerschaft, Gefühle, Sexualität kam dann noch dazu. Ahnenkraft, Hand auflegen, bis dann schließlich zum Teki-Bewusstseinstrainer, Teki 3.
was ganz besonderes Erlebnis war, was mich tief berührt hat und ja, nochmal viele Tore geöffnet hat in mir. Und wie du gerade schon gesagt hast, es ist einfach dieses Teki-Sein. Also man braucht dann irgendwann gar nicht mehr in die bewusste Quellverbindung gehen. Man ist angebunden, verbunden und die Dinge fließen und Eigenes kommt dazu und es wird einfach ein ganz rundes Bild ergibt sich, mit dem man durchs Leben geht. Ganz genau. Also für mich ist es so, dieses herzbasierte Leben. Wir lernen ja in Teki 1 im Prinzip, wo wir die Anbindung lernen, immer vom Herzen raus, mit der Erde verbinden, mit der Quelle verbinden. Das Gehirn kommt in den Theta-Zustand und dann wirken wir wirklich da, wo wir wirken sollen, in der richtigen Ebene. Und mit dem Göttlichen verbunden und nicht irgendwie irgendwo, wo keiner weiß, wo bin ich jetzt eigentlich gerade gelandet. Aber wenn man das mal verinnerlicht hat, und es geht relativ schnell, manche haben das schon in Teki 1 verinnerlicht, andere üben eben noch ein paar Tage oder Wochen, aber jeder verinnerlicht das nach relativ kurzer Zeit, dann ist es eher so, wie wenn ich in meinem Herzen zentriert bin, im Alltag, dann habe ich immer die Schlaufe nach oben und unten. Ich muss gar nichts mehr aktiv tun. Ich stelle mich eigentlich nur von meinem Herz aus auf etwas ein, was geschehen soll. Ich kann am Feld arbeiten. Ich kann die Intention direkt abschicken. Oder? Ja, ganz genau. Und das ist auch ein großes Thema dieser im wahrsten Sinne verrückten Zeit. Deutsche Sprache, mächtige Sprache. Das ist auch ein Lieblingsthema von mir, die deutsche Sprache, diese Exaktheit und damit auch zu arbeiten. Und es ist gerade das Thema, vom Kopf ins Herz zu gehen, wer noch nicht da angekommen ist. Und da hilft Teki natürlich auch sehr durch, also eines meiner Lieblingstools ist eben halt auch die Torusaktivierung, die Torusatmung. Atmen an sich ist ein sehr mächtiges Werkzeug. Ja. Ich bin ja auch den Weg der inneren Nahrung gegangen und habe da ganz viele Dinge noch gelernt zum Thema Atmung, was wir damit alles machen können. Ja, und das ist einfach dieses aus dem Herzen heraus zu leben, dem Herzen folgen. Da gibt es eigentlich keine Alternative mehr zu in dieser Zeit. Wir werden ja alle dahin geschubst. Ich bin ja letztendlich auch mit Teki im Rücken an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, diese Systeme, dieses Hamsterrad, ich habe einen tollen Job gehabt, einen super tollen Job, nette Kollegen. Aber ich habe gemerkt, das ist es nicht mehr. Du darfst jetzt deinem Herzen folgen und bin losgegangen. Und das ist auch mit der Kraft von Teki im Rücken und mit diesem Vertrauen, dieser Bewusstheit, kann einem da gar nichts schiefgehen. Ja. Und das finde ich auch jetzt ganz schön, dass du hier bist, weil bisher habe ich, glaube ich, hauptsächlich Menschen jetzt im Gespräch gehabt, in den Erfahrungsberichten, die auch selber Coach sind oder auch mit Teki schon beruflich wirken. Und bei dir ist es ja eher so, dass du sagst, ich setze Teki für mein ganzes Leben ein, einfach rundum, egal was gerade ansteht und eben auch im Prinzip dafür, meiner Seele wieder richtig zuhören zu können, meinen Seelenplan zu verstehen, wo zieht es mich hin, für was bin ich da? Und da kommen ja bei dir jetzt eigentlich ganz spezielle Bereiche raus. Möchtest du dazu noch ein bisschen was erzählen? Ja, da erzähle ich gerne was dazu. Und ja, wie ich denn den Weg losgegangen bin, ist natürlich immer auch eine Phase, wo man guckt. Man hat irgendwelche Vorstellungen noch vielleicht im Gepäck und merkt dann ja, wenn du Pläne machst, lacht sich Gott oder das Universum schief über dich. Und ja, man darf es einfach passieren lassen. Es ist so, wenn man dem Herzen folgt, dann ist man immer auf dem richtigen Weg. Und ich habe auch festgestellt, dass es oftmals die Dinge sind, die wir als Kind oder in der Jugendzeit schon sehr gerne gemacht haben, dass die dann auch der Berufung entsprechen. Da kommt dann wieder der Kopf manchmal ins Spiel. Ja, aber wie kann man damit Geld verdienen? Was kann man daraus machen? Muss man sich keine Gedanken zu machen. Das Universum zeigt einem die Wege. Und so ist es bei mir letztendlich auch mit dem Thema. Ich war noch nicht ganz 12 Jahre alt, da flog mir ein Bienenschwarm zu. Und ich hatte plötzlich Bienen, die über den Winter gebracht. Und ein paar Jahre später waren es 16 Völker. Ich habe die ganze Zeit mit den Bienen gearbeitet, die ganz besondere Wesen sind, die in der göttlichen Hierarchie sogar wahrscheinlich noch über Menschen stehen. Es ist eine faszinierende Welt. Und ja, ich hatte viele Jahre meines Lebens die Bienen und
Dann kamen die Wanderjahre, wo ich aus Norddeutschland zum Bodensee gekommen bin, wo ich nicht die Möglichkeit hatte. Und jetzt hier in Wolfegg in dieser Ruhe, in diesem Paradies hier angekommen zu sein, war das Erste, dass die Bienen kommen. Und ja, mittlerweile mache ich da viel mehr draus. Habe dann auch vor ein paar Monaten von heiliger Geometrie gehört, Aufstellung der Bienen im Siebenstern. So die großen Kathedralen sind ja nach diesem heiligen Geometriewissen, was die Tempel aus Jerusalem mitgebracht haben, aufgebaut. Ja, und das Universum hat alle Türen geöffnet. Ich bin gerade aktiv dabei, den Siebenstern zu errichten und bin guter Dinge, dass ich den noch diesen Sommer auch aktiviert kriege mit dieser Energie. Also ja, es ist fantastisch, was sich ergibt, wenn man wirklich dem Herzen folgt, dem Seelenplan und einfach ohne viel zu überlegen macht. Einfach ganz genau. So mache ich das genauso. Mein Weg führt mich natürlich immer noch mehr, noch tiefer mit Teki in Themen rein. Und deiner führt dich so von innen raus in diese Themen rein. Und das ist total schön. Zu den Bienen möchte ich wirklich auch noch sagen, wir können so wundervoll mit denen arbeiten, auch wirklich jeder für sich. Also möchte auch eine kurze Geschichte dazu erzählen, um das auch jedem nahe zu bringen. Wir müssen nicht Imker sein, aber die Bienen sind einfach unglaublich wichtig und die tun hier unglaublich viel Gutes. Also die reinigen ständig auch unsere Luft, unsere Atmosphäre und über die geometrische, elektromagnetische Struktur, über die sie sich auch bewegen und wahrnehmen und orientieren und so weiter, werden sie natürlich derzeit sehr verwirrt, weil sehr viel künstliche Strahlung da ist. Und wir können ihnen den geschützten Raum wieder zurückgeben. Zum einen natürlich, indem wir ihnen Lebensraum bieten, wenn das möglich ist, wo sie ihren Bienenstock anlegen können und wo sie Natur haben, wo man auch nicht immer die Wiese mäht und so, dass man da einfach was stehen lässt, eben auch für andere Tiere. Aber auch, indem wir wirklich energetisch an diesen Feldern arbeiten und diese Felder, du sprichst jetzt vom Siebenstern, ich mache das immer mit der goldenen Matrix, dass ich die wirklich weit über die Gebiete hinausstrecke und den Bienen einfach zeige, hier könnt ihr euch wieder gut orientieren, hier seid ihr sicher. Und ich habe in den letzten Jahren wundervolle Erfahrungen auch mit den Bienen gemacht. Also bin so jemand, ich habe natürlich zum einen, ich habe Kinder, wir wollen nicht gestochen werden, ja, und auf der anderen Seite möchte ich aber auch die Wespennester zum Beispiel nicht wegmachen. Und jetzt hatten wir mehrere Sommer, wo wir ein Wespennest in der Gartenbox haben, wo man täglich dann die Kissen rausholt und wieder reintut, und dann am Eingang vom Schlafzimmer, also am Fenster vom Schlafzimmer und noch bei den Kindern auch noch drüben. Und dann haben wir eben mit den Bienen gesprochen, innerlich, und einfach einen Deal gemacht und gesagt, wir tun euch nichts, ihr tut uns nichts. Und wenn was dumm läuft, dann machen wir die Sachen weg, aber bis dahin probieren wir es gut mit euch aus, weil wir sehen euch als Freunde und Weggefährten. Und es war wirklich nie irgendwas. Also die sind nie unangenehm in die Wohnung reingeflogen. Selbst wenn wir draußen waren auf der Terrasse und gegessen haben, sogar mit Gästen und alles stand auf dem Tisch, die sind nicht gekommen. Obwohl sie eigentlich kommen würden, wenn da ein Kuchen oder sonst was steht. Die sind nicht gekommen. Und es war für mich eindeutig klar, die halten sich an die Abmachung. Ich habe eben immer, wenn ich an diese Kiste musste, habe ich eben immer gesagt, Achtung Leute, ich bin's. Da ist nicht mal jemand rausgeflogen. Also die sind nicht Ja, und normalerweise werden sie da ja schon unruhig oder sogar aggressiv, wie manche sagen. Aber es kommt immer darauf an, wie wir mit ihnen umgehen und wie wertschätzend wir da sind. Ganz genau. Also es ist wirklich so, die Bienen, es gibt ja diesen Ausdruck der Bienen. Und der Bienen, das ist die Gesamtheit des Wesens, Bienen. Und da gehört auch der Imker zu. Und es ist ganz wichtig, diese Kommunikation, ob es ein Wespen sind oder Bienen. Diese Tiere haben unheimliche Antennen für Emotionen. Und man muss gar nicht negative Emotionen oder Aggression gegenüber den Bienen haben. Wenn man gegen irgendjemand anderes Aggressionen verspürt, das merken die sofort und dann wird man gestochen. Also ich gehe zum Beispiel ohne Schutzkleidung an die Bienen ran, kommuniziere vorne, gucke auch ein bisschen nach dem Mond, wann sie es gern haben, wann nicht. Und
wie auch beim Gärtnern, das ist ein anderes Thema von mir. Aber es ist einfach fantastisch, wie die reagieren, wenn man wirklich ganz sanft rankommt. Also Schutzkleidung ist da gar nicht nötig. Ne? Die geben dann auch gerne einen Teil von ihren Sachen, ihren Produkten ab, die sie produzieren. Genau, und das ist auch wichtig, was du sagst, eben ein Teil. Ja, genau. Und das ist ja auch das, was am Honig teilweise an der Honigwirtschaft nicht in Ordnung ist, dass man ihnen viel zu viel wegnimmt. Ne? Und ja. ihnen dann diese aufbereitete Zuckerpampe hinstellt, wenn man das ja. so sagen kann. Ja, genau. Und sie eigentlich damit abspeist und ihnen alles genommen hat. Und das ist auf gut Deutsch eine Schweinerei. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn man einen Schutzanzug braucht. Ja. Ganz genau, die merken genau die Absicht, mit der man da rangeht, ob man ausbeuten möchte oder einfach nur der Bienenvater oder die Bienenmutter ist, die einfach nur zum Begleiten da ist und einen geschützten Rahmen bietet, einen geschützten Raum für das sich Entfalten des Bienenvolkes. Genau. Ja, das ist total schön. Jetzt auch das Bild, das ich dazu empfange, der Bienen, das ist alles in einem, auch der Imker. Total. Ja, genau, man hab gehört dazu, ja. Ja. Das habe ich so noch nicht gehört. Super. Deshalb haben meine Völker auch Namen und keine Nummern. Die meisten Imker nummerieren ihre Bienen durch und bei mir hat jedes Volk einen Namen. Irgendwie eine Verbindung habe ich mit jedem Namen, den ich verteile an ein Bienenvolk. Und man sieht es auch oft am Charakter dann, dass den Menschen, den ich mit dem Namen verbinde, auch wirklich sich ein bisschen im Wesen dieses Volkes zeigt. Ne? Es ist fantastisch, es ist mega faszinierend und ja, es ist auch eines meiner Anliegen, das Wissen über die Bienen zu verbreiten und auch neue Imker oder Bieneninteressierte zu begleiten, in die Hand zu nehmen. Ja. Ja, das ist auch wirklich großartig. Und du bist ja auch so Anastasia inspiriert, ja, also ihr ganz genau. lebt ja im Grünen und kümmert euch auch um ganz viel natürlichen Anbau, die Bienen und so weiter. Ja. Also wir leben hier gerade schon so im ganz Kleinen leben wir das, was sich noch manifestieren darf mit einem oder mehreren Hektar Land und ganz in die Natur zu gehen, ja. Ja, großartig. Ja, das ganz, fühlt ganz sich sehr gut an alles gerade, ja. Ich war noch nie so in der Freude und im Glück, wie ich derzeit bin, ja. Klar, dank dem Weg, den du auch hinter dich gebracht hast, genau, ja, den du gegangen bist, wo du deinem Herzen gefolgt bist und gemerkt hast, das, was ich nicht bin, schütte ich einfach hinter mich, das lasse ich weg und werde immer mehr zu dem, der ich wirklich bin. Egal, ob ich dann noch den Konventionen entspreche, den Erwartungen anderer und dieses feste, sichere Gehalt habe und so weiter. Und genau, darum geht es ja auch. Ja, es ist ja so, wenn man jetzt den Weg geht mit Teki, oder seinem Herzen folgt, dann ist es ja nicht so, dass nicht immer noch mal Themen kommen. Das gehört zum Leben dazu, dass immer noch mal was aufploppt. Aber wir haben halt die Möglichkeiten, die Werkzeuge, mit denen wir das bearbeiten können. Genau. Und wir ziehen ja auch die absolut passenden Menschen rein ins Leben. Wir haben eine kleine Teki-Übungsgruppe, wo wir uns einmal im Monat oder nach Bedarf dann treffen, von Mensch zu Mensch oder gerade auch über Zoom. Und es ist so fantastisch, wie sich das Leben sortiert, wie es auch mit den Menschen um einen herum immer stimmiger und passender wird und was da für Synergien und Energien entstehen. Das ist einfach großartig. Das flasht mich immer wieder, wenn wir unsere Übungsabende haben. Man geht danach ins Bett und ist einfach völlig beseelt und so ein schönes Gefühl, diese Menschen, denen man auch das Rad nicht neu erklären muss. Also Teki-Menschen haben irgendwie ein Spirit, muss ich sagen, wo man einfach nichts erklären muss. Man ist so auf einer Basis irgendwo, ja. Genau, wow, toll. So schön, echt, was du erzählst. Man kann es so richtig schon mitfühlen, wie ihr da lebt und regelmäßige Treffen und Natur und Bienen und alles. Ich freue mich, dass du da angekommen bist, Bernd. Ja, das ist ein riesengroßes Geschenk und ich verspüre da auch jeden Tag eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit für, dass ich das jetzt leben darf. Wenn es nicht immer einfach ist, aber der Rahmen alles passt und die Dinge ergeben sich, die Türen gehen auf, wie es sein soll. Und ja, ich habe da auch keine Erwartungen und freue mich einfach über alles. So erlebe ich das auch. Ich habe früher auch gedacht, so bis ich 20, 25 war, habe ich gedacht, das Leben muss nach einem bestimmten Schema ablaufen und du musst da irgendwie
reinpassen und passt aber nicht rein. Bei dir läuft es irgendwie anders. Ja. Es ist nicht kompatibel Ja. mit dem, wo es eigentlich hin soll oder was die anderen Menschen dir spiegeln. Und wenn du einfach beginnst, dich zu befreien und wirklich einfach nur deinen Weg zu gehen, dann wird alles auf einmal kompatibel, weil dann Ja. verändert sich auch das Umfeld. Dann verändern sich entweder die Menschen um dich rum mit, manche verändern sich mit, Genau. die hören zu dir und die gehen den Weg auch mit und inspirieren dich oder lassen sich von dir inspirieren. Und andere, die da wirklich nicht dazu passen, die verlassen auch dein Feld. Und das ist dann aber auch vollkommen okay. Also für mich ist es wirklich so, seit ich Teki gemacht habe, habe ich nie wieder jemanden losgelassen, außer als meine Oma gestorben ist. Aber sonst nie wieder jemanden losgelassen, wo ich wirklich traurig drüber war. Sondern es war immer der Moment, wo man einfach sagen konnte, in Liebe und Dankbarkeit und Wertschätzung ist unsere Zeit jetzt einfach vorbei. Danke dafür. Und wir gehen jetzt beide einfach einen neuen Weg. Und Ja. Das ist einfach nur ein Zeichen von Entwicklung, ja. Und ich habe da auch mal einen ausführlichen Podcast dazu gemacht mit den Beziehungen, gerade jetzt in dieser schwingungserhöhenden Zeit, dass wir wirklich auch, ja, einen neuen Blick drauf haben dürfen auf diese ganzen Beziehungen, dass wir die nicht immer nach den alten Parametern bewerten und dann sagen, du hast dich nicht in Ordnung verhalten, deswegen muss ich jetzt sauer mit dir sein oder mich von dir verabschieden oder wenn es zu einer Trennung zwischen uns kommt, dann muss einer von uns schuld sein. Genau. Den muss man noch finden und dem muss man dann noch was mitgeben. So ist es nicht. Wir entwickeln einfach. Und je freier und mehr in der Liebe, je herzbasierter das alles abläuft, umso stimmiger ist das auch für alle Beteiligten dann. Ganz genau, das kann ich nur bestätigen. Ich finde, es ist eines der allerwichtigsten Dinge im Leben, andere genauso sein zu lassen, wie sie nun mal sind. Ja. Sie so anzunehmen, das schafft so viel Freiheit und ja, das ist einfach, jeder darf sich entwickeln und diese alten Vorstellungen, diese alten Muster, die sind so hinderlich für die Entwicklung und fürs Leben. Und ja, um nochmal zurückzukommen, also mit den Menschen im Leben. Ich hatte ja damals in diesem Teki-Flow ganz viele Menschen oder einige Menschen begeistert, die dann auch Teki gemacht haben. Und ja, die Menschen sind heute noch in meinem Leben, auch wenn man sich gerade nicht so oft sieht. Die sind immer präsent, immer da und die sind mit auf die Reise gegangen. Ja, das stimmt, einfach eine Ebene, ne? Ja, genau. Und das ist das Schöne. Und mit dem Loslassen ist auch wirklich, ich habe auch durch Teki mit diese Bewusstseinserweiterung, dieses Wachstum erlebt, als mein Vater gestorben ist vor 2 Jahren. Ich konnte wirklich in Frieden gehen. Und ja, mein Vater hatte so ein paar Themen, die ich in der Ahnenreihe aufgenommen habe. Und ich erinnere mich, gerade kommt diese Erinnerung an das Ahnenkraftseminar, wo der unbekannte leibliche Vater meines Vaters im Seminar plötzlich wie ein Baum hinter mir stand und mich seitdem begegnet. Also es sind Dinge, da kann man einfach nur auch dankbar loslassen und Danke sagen für die Zeit, die man mit jemandem hatte, wenn jemand jetzt geht. Ja. Das ist einfach großartig. Das ist unglaublich wertvoll. Ja. Weil wir haben immer die Wahl, aber solange wir das nicht wissen, nutzen wir das oft nicht richtig und wählen wir nicht wirklich. Und auch wenn jemand geht, kannst du eben wählen, ihn in Frieden, in Liebe gehen zu lassen, dankbar zu sein, dass ihr hier in der Erdenzeit eine gewisse Zeit gemeinsam hattet und auch irgendwas noch ausräumen, was da vielleicht noch hängt. Oder du kannst voll ins Leiden gehen und dich an der Person, die es hier war, festkrallen, ja, und noch traurig sein über Dinge, die nicht gelöst sind oder nicht mehr geschafft wurden. Wenn wir eben gewohnt sind, uns wirklich nach oben auszurichten und alle unsere Sinne zu nutzen, mit der Quelle verbunden zu sein, dann verstehen wir nicht nur unseren eigenen Seelenplan besser, sondern eben auch den der anderen Seele. Und gerade jetzt, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber bei mir kommen schon viele jetzt gerade mit dem Thema Verlust, Schmerz, auch weil Menschen eben jetzt zum Impfen gehen oder aus anderen Gründen diese Erde verlassen, weil wir eben auch in diesem großen Wandel sind. Und
Das finde ich ganz wichtig, das immer mitzugeben, wirklich auch zu sagen, klammer dich nicht an diese Person, sondern sieh den größeren Plan und erlaube dieser Seele, ihren Weg weiterzugehen, wenn sie sich dafür entscheidet. Genau, ich habe ja nicht nur die Teki-Anbindung, auch andere Anbindungen. Und ich habe auch dieses Szenario gesehen, dass sich viele Seelen dafür entscheiden, jetzt andere Wege zu gehen. Und genau das ist einfach, das anzuerkennen und nicht irgendwo festzuhalten, es der Seele schwer zu machen, sondern einfach anzuerkennen, das ist jetzt der Weg und es sein zu lassen, es wirklich freizulassen, diese Entscheidung auch bei anderen. Ja. Ja, ganz genau. Bernd, vielen, vielen Dank. So viel gesagt und man könnte noch so viel sagen, aber Mit Sicherheit, ja. ich glaube, es ist auch rund für heute. Gibt es Ja. noch etwas, wo du sagst, das möchte ich noch loswerden oder das möchte ich den Zuschauern jetzt noch gerne mitgeben? Ich finde, es ist gerade diese Zeit, bringt es ja gerade mit sich, dass viele Menschen suchen oder nach Informationen suchen den ganzen Tag, sich da drin verlieren und das ist nicht das Leben. Es ist einfach wichtig. Wir sind Schöpfer, wir sind mächtige Schöpfer. Viele glauben das ja gar nicht. Viele werden ja nur gelebt und treffen keine bewusste Entscheidung. Und jetzt ist es wichtig, dem Herzensweg zu folgen und das Feld, das morphogenetische Feld anzufüttern mit guten Gedanken, mit guten Bildern, die zu erschaffen. Weil wir sind es, die die Zukunft erschaffen. Und es gibt so viele Negativmeldungen und sobald wir uns das anschauen, gehen wir in Resonanz damit und füttern das Feld, was wir nicht wollen. Und deshalb ist es einfach so wichtig, in die eigene Mitte zu kommen, ins Herz zu gehen, ganz bei sich zu sein, präsent zu sein und das Leben, was man haben will, das Denken, Fühlen, Schöpfen, was man haben will. Und das kann, jeder kann das. Jeder kann sich darauf umprogrammieren. Und ja, mit Tiki geht es vielleicht hier und da noch ein bisschen einfacher, mit Sicherheit ja, nicht nur vielleicht. So schön gesagt, das lassen wir wirklich als Schlusswort stehen. Das ist Ja. auch meine Rede, wirklich nicht gegen was sein, sondern die Energie Genau. einfach da entziehen, dem alten System entziehen Genau, ganz und genau. uns auf das konzentrieren, auf die neue Welt, die wir jetzt gerade alle gemeinsam zusammen erschaffen. Ja, Und genau. sie Das ist ist der schon Schlüssel. da, aber sie wird gefüttert und genährt durch unsere Gedanken und Gefühle und natürlich auch Taten, indem Genau, die wir jetzt Taten. auch die Schritte gehen, zu denen wir eingeladen werden Ja, zum Leben. dazu haben wir Hände, um zu handeln halten. Genau. Ja. Ja. Und Genau. Füße, um zu gehen. Genau. Es ist Spiritualität, ist ja nichts, was jetzt viele denken, wenn sie Spiritualität hören oder Bewusstsein, dass es sich in irgendwelchen schwindelnden Höhen abspielt. Das darf sehr geerdet sein. Diese Mitte, die Balance zu finden und zu halten, darum geht es im Leben. Das ist es für mich auch ganz genau. Wir sind spirituelle Wesen, die aber jetzt hier inkarniert sind, um Mensch zu sein, um erfahren Mensch zu sein. Und dann ist Ja. dieser Körper wichtig, dann ist die Natur wichtig, dann ist auch die Materie wichtig. Ganz genau. Aber alles eben in einem Ja, es und ist. nicht abgesondert voneinander. Genau, es ist alles Teil eines großen Ganzen, wo wir Genau. uns wiederfinden auf allen Ebenen. Weise Worte. Ich danke dir, Bernd, und wünsche dir weiterhin ganz, ganz, ganz viel Freude mit deinen Bienen und mit allem anderen, was du tust, mit deinen wichtigen Beiträgen für diese Erde. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, mich hier einzubringen und ja, wünsche dir auch weiter alles Gute. Wunderschöne Begegnungen, Seminare, dass der Fluss erhalten bleibt. Das wird er. Ja. Mach's gut. Macht ihr es auch gut zu Hause. Einen wunderschönen Tag euch und wir hoffen, das hat euch wieder ein bisschen inspiriert, noch mehr eurem Herzen zu folgen. Bis dann.